Yo Leute, was geht und damit willkommen zum ersten Ride-Track auf diesem Kanal. Im Phantasialand in Brühl steht seit 2007 Europas erster Suspended Topspin Talokan. Das im Aztekenstil gestaltete Fahrgeschäft des Herstellers Huss Rides steht seit der Eröffnung am 23. Mai 2007 im Mexiko-Bereich anstelle des ehemaligen Condors. Die Thematisierung basiert auf einer Phantasialand-typischen, fiktiven und ausführlichen Geschichte rund um den Aztekengott Tlaloc, wie das Fahrgeschäft auch erstmals heißen sollte. Nach einer meist recht kurzen Wartezeit verteilen sich die Mitfahrer auf die beiden Sitzreihen mit je 19 Sitzplätzen, davon eine auf der Vorder- und eine auf der Rückseite der Gondel, worin auch die Besonderheit eines Suspended Topspins liegt. Bei Fahrgeschäften dieser Art befinden sich Sitzreihen vorne und hinten. Zudem hängen die Beine der Fahrgäste frei in der Luft. Nach Senkung des Stationsbodens beginnt die ca. 2-minütige actionreiche Fahrt auf Talokan. Dabei erreicht die Gondel eine maximale Höhe von 18 Metern, während auf die Passagiere eine Kraft von 4G bei den von der Anzahl je nach Fahrprogramm variierenden Überschlägen wirkt. Abgerundet wird das Thrill-Erlebnis seit 2015 von sehr passenden Soundtracks von IMAscore und auf die Fahrt abgestimmten Feuereffekten und Wasserfontänen. Dies macht Talokan nicht nur für Mitfahrer, sondern auch für Zuschauer zu einem beeindruckenden Erlebnis. Das könnte auch die Begründung dafür sein, dass es meist mehr Schaulustige als Passagiere gibt. Der Gesamtpreis für das Projekt Talokan lag oder liegt übrigens bei ca. 7,5 Millionen Euro. Jetzt kommt noch meine persönliche Bewertung zu Talokan, welche in drei Kategorien aufgeteilt ist. Fahrt. Talokan bietet ein actionreiches Thrill-Erlebnis mit einer abwechslungsreichen Fahrt. Dennoch ist dieses Fahrgeschäft für Leute mit schwachen Nerven oder einem schwachen Magen nicht zu empfehlen. Dank einiger wirklich intensiver Überschläge verdient sich Talokan in dieser Kategorie dennoch 9 von 10 Punkten. Theming. An der Thematisierung dürften nur die wenigsten etwas auszusetzen haben. Durch diese wird hier nicht nur die Fahrt noch etwas aufgepeppt, sondern die Gestaltung im Zusammenspiel mit Soundtracks, Nebel, Feuer und Wasser machen Talokan auch für die Zuschauer zu einem Erlebnis. Allein, dass ein Fahrgeschäft dieser Art so aufwendig thematisiert ist, reicht aus, um Talokan in dieser Kategorie 10 von 10 Punkten zu überlassen. Gesamterlebnis. Insgesamt ist Talokan einfach die Top-Wahl für Thrill-Suchende und durchaus empfehlenswert. Einzig zu kritisieren werden vielleicht die Sitze, die bei den heftigen Überschlägen für den einen oder anderen etwas schmerzhaft sein könnten. Ja, das war es dann auch schon wieder meinerseits für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da und vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Außerdem könnt ihr natürlich auch gerne mal eure Meinung zu Talokan in die Kommentare schreiben. Und ja, damit bis zum nächsten Video und ciao.